Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zur Multiplayer-Talk-Runde zum Rennen von Misano. Und da darf ich natürlich wieder mal den Slice begrüßen. Hallo. Hallöchen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja. Da werden wir jetzt ein bisschen übers Rennen plaudern. Genau, und das im regnerischen Misano. Ja. Also ich kann leider nur übers MotoGP-Rennen reden. Die anderen habe ich leider noch nicht gesehen. Schauen wir mal, wie durch die ersten schon, mal kommen. Aber das will ich ja nicht spoilern dann. Ja. Ich sag nur so, der Regen hat's in sich. Und ich hoffe bei uns nicht so. Boah, Vinales drängt mich da raus. Ja, Vinales, nicht so der Regenfahrer anscheinend. Nicht so ganz, ja. Oder ist ein bisschen WM-mäßig zwar unterwegs gewesen, aber wollte nicht zu viel riskieren. Ja, Lorenzo, ja, wären stark gewesen, Lorenzo eigentlich. Oh, schade, schade, schade. Also da gestürzt es dann. Ja. War das schon 5 Sekunden oder so weg vom Feld. Aber gut, hätte nicht gießen, dass er nicht auch noch so gestürzt wäre vielleicht. Ist er ja dann auch. Ja. Ja, an sich halt von Stürzen geprägtes Rennen gewesen. Genau, ja. Viele Stürze, viele Leute, die ja noch weitergefahren sind und trotzdem noch Punkte gemacht haben. Ja. Sehr, sehr spektakulär. Gewonnen hat am Ende dann Marquez. Ja, die ganze Zeit Petrucci vorne da, also nach dem Sturzfall von Lorenzo. Ja. Und dann er hat einen doch noch in der letzten Runde überholt, aber hat man schon gesehen, wie er da rankommen ist. Die letzten paar Runden. War er schon vorbereitet. Ja. Ja, gut gefahren. Gut gefahren, kann man nichts sagen. Da fahren wir gerade vorbei an Marquez. Und auch er wieder an uns. Der Rossi leider nicht dabei in seinem Sturz da auf der Ranch. Er hat sich ja da Wadenbein und so weiter am Bein da hat schon was kaputt gemacht und kann jetzt, ja, ist noch unklar, wann er wieder fahren darf. Auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, kann ich dir, also ich sag dir, die WM ist für den gelaufen. Ja, klar, jetzt hat er 40 was man realistisch sieht. Ja, Dovi und Marquez sind jetzt punktgleich. Ja, genau. Wobei Dovi mit einem dritten Platz auch zufrieden sein kann, denke ich mal. Auf jeden Fall. Da ging einfach nicht mehr. Und ja, also Folger ohne, außer am Anfang hat er am Start ein paar Plätze gut gemacht, ich glaube von 15 auf 12, aber dann ohne ein Überholmanöver. Ja, da ging nichts mehr nach vorne. Top 10 oder 9 gekommen. Ja, nur durch die Ausfälle, aber so kann man es auch machen. Nur durch Ausfälle, das ist... Was war mit Zarco los? Das ist, glaube ich, der Benzin ausgegangen, oder? Von... Ja. Ich habe schon, bei mir auf der Liste aufgeschrieben, er ist Siebter worden, dann habe ich müssen noch korrigieren. Ja, ja, es war dann, richtig lustig. Dann hat er es noch auf 15 über die Ziele geschoben und war komplett fertig. Ja, also der hat da bald den Helm kurz, zeige ich euch. Ich das wie K.O. der da war, nach so einem Sprint. Ich meine, der ist ja auch vorher noch ein komplettes Rennen gefahren, das ist heftig. Ja, eben. Angeblich, ich habe nur gehört von Stefan Nebel, dass er irgendwie zwei Einführungsrunden oder was gemacht hat. Und also bevor die sich ja da in die Grids stellen, fahren die ja Motorrad einmal das ein. Das macht er, glaube ich, aber immer. Ja, genau, oder das habe ich öfters gesehen. Ja, ich habe es ja auch schon live gesehen. Allerdings, kommt drauf an, wann du rausfährst, fährst du halt eine oder zwei Runden. Genau. Und ja, da ist er zwei gefahren und das hat sich anscheinend vom Benzinmanagement da nicht mehr so... Ja, ist nicht mehr so ausgegangen. Mhm. An sich ärgerlich. Auf der anderen Seite hat Jonas jetzt drei Rennen zum Vergessen gehabt, die verdammt ärgerlich waren und nicht durch seine Schuld vorbei waren.
Da kann auch Zarko mal sowas haben, ohne ihm das zu wünschen. Ja. Also Tech Fury da top ausgestattet, aber die Mechaniker, ne? Also ja, man kann auch mit, damit halt auch nicht mehr so wirklich unterstellen, dass es nur bei Folger das Problem gibt. Ja. Würde ich so sagen. Noch was so im Team. Ja. Also quasi Nummer 2 nach dem Yamaha Werksteam sind im Prinzip. Ja, klar. Janone aufgegeben, weil ihm der Regenanzug zu eng war. Das also war ja das ist die schlechteste Ausrede, ja, die ich jemals gehört habe. Ja. Merk mal, wie wenig Bock er hat. Ja, also ein Witz. Ein schlechter Witz auch noch. Das ist Arbeitsverweigerung. Also. Ja, komplett. Also den mache ich, der ist charakterlich wirklich ganz unten anzusiedeln. In der Hinsicht. Das kann man halt nicht sagen. Das kann es einfach nicht bringen. Nur weil es nicht so läuft, wie er will. Kann sich einfach aufgeben. Geht also einfach in die Box und ja. Ich meine, da hängen ja viele, viele Sachen dran. Einmal kannst du Punkte fürs Werk holen, trotz dass du da scheiße unterwegs bist. Weil du so viele Stürze hast, dass vielleicht sogar alle die Zielkommen-Punkte bekommen oder sowas. War ja alles möglich. Ja. Dann fährst du ein Motorrad fürs Werk, was auch Sponsoren zeigt und so weiter. Kannst ja auch nicht einmal in die Box fahren. Und für dich selber ist es halt auch einfach nur Übung. Ja. Also es ist Schwachsinn. In aller Hinsicht. Ja, Bass mit einem Sturz auf 6 liegend, glaube ich, sehr schade. Ja. Ist er, glaube ich, zweimal gestürzt sogar. Ja, dann nachher noch einmal Grudgelow gestürzt. Pedrosa, also Grudgelow auf Höhe Pedrosa hatten sogar überholt, obwohl Pedrosa gar nicht gestürzt ist. Da sieht man, wie langsam Pedrosa war. Was ich aber nicht verstehe, weil im Regen generell, zum Beispiel in den Motegi der voriges Jahr, hat er gewonnen, glaube ich, sogar. Also warum er jetzt so schlecht ist, ist mir ein komplettes Rätsel. Also voll extrem langsam. Der hat absolut kein Vertrauen ins Motorrad gehabt, das im Regen da. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Kein Vertrauen in die Bremse, ins Vorderrad, beim Rausbeschleunigen genauso wenig. Also das war zum Vergessen für ihn. Ja, das ist so krass. Ja. Gut, Grudgelow ist auch sehr, sehr stark im Regen, so muss man auch sagen. Aber ja, ich meine, er hat ihn noch überholt, obwohl er gestürzt ist, das kann es halt auch nicht sein. Abraham hat schon überrundet. Der ist ja ganz am Anfang gestürzt, glaube ich sogar. Bei der ersten Runde schon oder so. Und war langsam. Hinten abgeflogen. Ja, stimmt, das war die Avincia. Aspar oder Avincia, jetzt bin ich gerade vom Schlauch. Aspar. So, Aspar, ja, genau. Avincia sind ja Bass und Barbera. Da geht er, glaube ich, nochmal. Geht Rabat nicht zu Avincia? Ja, glaube schon. Avincia oder Aspar, eins von beidem. Und ansonsten muss man gerade überlegen. Ich kann schwer war's eigentlich gar nicht so. Schummelzettel schon. Super gerade. Los auch wieder gestürzt an 10 liegend. Schade. Wenn ich einmal ein gutes Ergebnis für ihn auf Aprilia hätte es gegeben. Der ist ja auch in, ich glaube, 4 Trainings. Am Wochenende 6-mal gestürzt, haben sie gesagt. Ja, genau. Wollte gerade sagen, in den 4 Trainings ist er, glaube ich, 3-mal oder 4-mal gestürzt auch. Das ist, das kann es nicht sein. Ja, Dito, 8 Runden Verschluss auch. Ja, aber 6. Viele Stürze auf jeden Fall. Geht der wieder zurück in die Moto2 oder wo war? Wer war das? Ja. Geht in die Moto2? Los ist Los. Lüthi. Okay. Ah, Los ist Lüthi, genau. Ja, bin ich auch gespannt nächstes Jahr dann. Wie viel er da zerlegt. Ja.
Ja, aber da kommt jetzt ein Fahrstil, glaube ich, ein bisschen entgegen mehr, als wie in der MotoGP, glaube ich. Das will da hin und her reißen. Ja, glaub, gut, dieses die ohne Kontrolle hin und her reißen. Ja. Ich meine, wenn du dir Marquez oder so anguckst, der hat einen auch mörderischen Fahrstil, was sowas betrifft. Mit viel schwimmendem Motorrad, mit viel Wackelung und viel Bewegung da drin, aber ich weiß nicht, ob es am Motorrad liegt, aber bei ihm passt das halt. So kann er immer den Druck auf dem Vorderrad und so weiter aufrechterhalten, mit seiner wilden Fahrweise. Auch die Honda halt. Gut, ob er sowas mit einer Yamaha machen könnte, ist, ja, fraglich. Wäre zumindest interessant, ja. Mich würde es auch mal interessieren, aber... Ob er da besser zu reden würde. Sehen. Nö, glaube ich auch nicht. Hast du das Qualifying gesehen? Ja, oder? Ich hab's leider irgendwie verbockt mit der Aufnahme, leider nicht. Auf jeden Fall Folger, der am Anfang gar kein Vertrauen gehabt und so weiter, von den ganzen Trainings und so weiter, ist dann da beim Qualifying eigentlich die beste Zeit gefahren, oder zur besten, in Q1. Schon wieder? Die wurde ihm aber gestrichen. Das war ja im letzten Rennen auch so, oder? Das war verdammt ärgerlich. Oh. Das weiß ich nicht mehr. Hier in der letzten Kurve, hier ist er nochmal rausgefahren. Oh. Ich habe es gerade gezeigt. Also hier, bei mir auch gerade ist. Da, ja. Ja, außen, wenn du das aus der Rote, letzten Kurve rausbeschleunigst, nochmal aus Rote. Aber nur ganz minimal, also wirklich ganz minimal. Ja. Aber wird gestrichen. Okay. Und dann wird Millers Zeit auch noch gestrichen. Der wäre dann nämlich statt ihm in Q2 gekommen. Okay. Dann war Abraham, obwohl er nur Vierter war, auch noch im Q2 drin. Okay. Also irgendwie... Müller auch wieder starke Leistung im Ring, ab 6. Ich kann nicht schauen. Ich glaube 6. sogar. Ja. Und Piro 5. Ja, der hat noch überholt. Testfahrer von Ducati. Bin ich übers Körb gefahren. Testfahrer von Yamaha, Bernie. Ich bin Testfahrer von Honda. Oh! Ich bin auch nochmal weit gegangen. Beides besser gestürzt. Ja. Da hast du recht. Insgesamt stelle ich mir aber so Regenrennen verdammt schwer vor. Ja. Also wenn du da am Anfang im Start in der Gicht drin bist, du siehst doch gar nichts. Ja, das stimmt. Hast du es verstanden mit dem Fußzeichen von Marquez? Nee, die haben nur das Motorrad irgendwie hergerichtet, aber was er genau gemeint hat. Mein Trockending kann ich nicht wirklich gemeint haben, also ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht, dass sie jetzt anfangen sollen mit den Vorbereiten, aber naja, ich weiß nicht. Irgendwie komisch. Irgendwie ein bisschen komisch, stimmt. Sturzstelle von vorher vorbei, jetzt schaffen wir es. Wo war's? Sektor 1 oder wo? Ja, bevor es auf die eine Gerade dann geht. Ah ja, okay. Ja, da sind viele auch am Wochenende jetzt gestürzt im Regen da. Okay. Auch in den anderen Klassen, also... Na, ich hab's sicher wieder zu eng und dann innen über den Körb. Warum auch immer. War gar nicht meine Linie eigentlich. Wahrscheinlich war ich zu langsam in dem Sinne und dann bin ich... Ja. Und Beschleunigen ist ja auch manchmal eklig dann. Ja. So,
Challenge hier Vinales und Rossi noch einmal in der letzten Runde vielleicht zu überholen. Na gut, vom Gameplay würde ich mal sagen, ist bei mir relativ langweilig. Jo. Allerdings geht es darum nicht. Nope. Sondern uns eigentlich echt erinnern. Ja. Wir fahren ja ein unechtes. Nur mal so zur Info, Leute. Ja. Aber das Bremsenproblem bei Folger wurde jetzt immer noch nicht ganz geklärt, oder? Ich weiß gar nicht. Also nicht so, also was genau war, oder wie? Ja, genau. Da wollten sie jetzt eigentlich ein letztendliches Statement raushauen, was da jetzt falsch war. Okay. Aber irgendwie kam da nichts. Ja, vielleicht haben sie noch nichts gefunden. Ja, sie haben eigentlich bis Misano versprochen. Dass sie es dann wissen und auch vor allem sagen. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen. Das muss auch ein wahnsinnige psychische Belastung sein. Ja. Wenn du weißt, dass jeden Moment die Bremse auf einmal nicht funktionieren könnte. Ja. Ja, ohne Sturz, du einmal weit gegangen. Na gut, das waren aber keine 8 Sekunden, das verloren hast, oder? Wie viel hast du verloren, wenn ein Ausritt? Uff, keine Ahnung, 2-3 Sekunden werden es sein. Hm. Ja. Wäre egal gewesen. Ja, aber komisch, also jetzt bin ich nur 7 Zehntel hinten und vorher war ich 3 Sekunden im Quali hinten. Ja, du bist ein Racer. Schaut so aus. Rufzeichen waren nur jetzt in der letzten Runde. Ich glaube, habe ich nur gekriegt, irgendwo 83.000 oder so. Ja gut. Aber 83.000 ist jetzt nicht die Welt. Nein. So, dann nehmen wir ein schlaues Buch nochmal in die Hand. So, erste Runde. Lorenzo Marquestove. Da ist Petrucci schon mal an Vinales vorbei, genau. Die ersten Rutscher von Marquez, aber hat es gut geschafft, sitzen zu bleiben. Vinales etwas langsamer, habe ich da schon aufgeschrieben. Lorenzo sehr schnell, genau. Da war aber Iannone am Anfang noch, der ist ja nicht ein bisschen weiter vorgekommen, weil da war nur der 20. irgendwo herum, glaube ich, nach den ersten paar Runden. Pedrosa 18er. Dann Tobi an Petrucci an Tobi vorbei in der 24 Runden, ich sage mal 4 die Runden quasi noch bis ins Ziel. 24 ja. Runden ins Ziel. Crutchlow an Miller vorbei. 22 Runden Verschluss, Lorenzo out, Crutchlow auch mit Sturz. Genau, 19 Bass out, 16 Barbera out, Jonas da inzwischen schon 12. Gut, da hat das mal wieder durchgereicht ein bisschen, ja. Von Rins und so, aber manche sind dann halt auch wieder vor ihm gestürzt und am Ende war es dann die 9, glaube ich. 9 oder 10. Ja. Ja genau, 10 wäre gewesen, wenn Zarco 7. Stimmt, gewesen wäre. Stimmt, genau. Da ist er noch aufgestiegen. Elish 14 Runden Verschluss mit Sturz, Lowe's 13 Runden auf 10. Das haben wir eh schon, genau. Miller, Biro. Also Biro an Miller vorbei. Dito 8 Runden Verschluss out. Folger 10. da, genau. Und dann ist Paul Espargaro auf der KTM 11. geworden, wenn mich nicht alles täuscht, immerhin. Gute Punkte für KTM wieder. Und Smith vor ihm, ne? Smith ja, da steht er, genau, da steht er hinter Folger. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, der war doch eigentlich hinter ihm, oder? Also, nee. Hab ich nicht, oder habe ich das gar nicht so im Radar gehabt jetzt? Smith hat der Espargaro auch überholt, das war... Okay. Na gut, der Engländer im Regen, wenn dann... Ist er ja, da, wenn dann stärker. Da. Ja, wenn dann da. Ich denke mal, es war aber auch nochmal eine gute Motivation für ihn. Ja, genau, auf jeden Fall. Bin auch gespannt, was da machen bei KTM im nächsten Jahr, ob's da... Ja. Generell, weiß nicht, Biro holen... Oh, nicht Biro, wie heißt der? Oh ja. Na, Miguel Oliveira. Oliveira, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Oder ob es doch Kallio irgendwie eine Saison schenken oder ich weiß nicht. Das auch glaube ich fast, glaube ich fast nicht. Gut, ja, das war's eigentlich, das ne? Das war's eigentlich, genau. Kann ich schon umblättern fürs nächste Rennen, das ich da für die Notizen. Ja, wunderbar. Perfekt, wann ist das nächste Rennen? Tja, da bin ich jetzt unvorbereitet gerade direkt. Ich auch. Aber standardgemäß in 2 Wochen, oder? Also könnte... Könnte hinkommen, Aragorn, ja. Ne? Aragorn, genau, weil da will er russisch wieder fahren. Angeblich. Wenn er es hinkriegt. Wenn er es hinkriegt, wenn ja. Er wird Probe sitzen, haben sie auch selber gesagt. Ja, ja, wollen du das sicher, also das von dem her. Und ob er es auch schafft und kann, das ist natürlich die andere Frage. Gut, aber das sehen wir dann in 2 Wochen oder wann es auch immer ist, könnt ihr reinschreiben. Bis dahin eine wundervolle Zeit, war mal wieder cool. Und so ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns in Aragorn. Ciao, ciao.